So, wie sieht es mit Petroleumgas aus? Hält sich in Grenzen? Also Plastik wird hergestellt, keine... Oh. Oh. Wir produzieren mir eben gar keinen Strom. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass es wegen dem einen Kohlefeld ist, was ich vor einer Viertelstunde oder so angemerkt habe. Das wäre echt doof. Runter, runter, runter. Ich nehme schon mal Fuelblocks mit. Die haben alle keinen Strom. Alles hat keinen Strom. Und es ist nicht wegen der einen Dingens da. Alles komisch. Na gut, ich hätte gerne dich. Kuh. Ich will hier nicht wieder alle von Hand befüllen müssen. Aber ich glaube, das muss ich, sonst kommt es mir ein Ärmchen nicht hin. Wir hauen jetzt hier eine Kiste hin. Mit einem Ärmchen. Das Ärmchen wird langsam sein, das wird wenigstens etwas reinwerfen. Ja. Du. Du. So, jetzt bist du auch hoffentlich bald schnell genug, um das Ganze hier wieder zu reißen. Ich mag das echt nicht. Ich meine, wir sind jetzt schon recht lange dabei. Und trotzdem sind wir immer noch so abhängig von dieser doofen Kohle, was hier das Zeug angeht. Und da kommt es dann immer wieder zu klitzekleinen Engpässen. Dann sind die Ärmchen zu langsam. Dann wird es nicht schnell genug befüllt. Oder die bringen nicht schnell genug Kohle drauf. Und dann ist das ganze System tot. Das ist einfach nur doof, ist das einfach nur. So, jetzt fängt sich das. Kohle wird wieder raufgelegt schneller. Die nimmt sich wieder schneller raus. Könnten es theoretisch so machen, dass die Roboter das befüllen. Weil die Roboter fliegen jetzt in dieser Version ja auch weiter, wenn sie keinen Strom mehr haben. Nur halt sehr, sehr langsam, so wie ich das aus den Patchnotes rausgelesen habe. Das heißt, selbst wenn die Roboterärmchen nicht genug Energie haben, um aus der Kiste was rauszuholen, die Roboter würden es noch... Ja, was würden sie? Sie würden es in Requester-Chest legen, wo es auch wieder rausgeholt werden müsste. Das geht also nicht. Das heißt, das Rätselslösung ist einfach nur ganz, 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 ganz viele Akkus und ganz, ganz viele Solarzellen. Oder ein cooles System, was niemals ausgeht. Wie soll das gehen? Also wir können noch mehr Kohle abbauen und es irgendwo zwischenlagern. Ja, es spricht nichts dagegen, einfach noch mehr Kohle abzubauen. So. Noch mehr davon, denn hier unten noch zwei hin. Und zwar so, dass alles an Kohle abgebaut wird. Das geht sie nicht auf. Na gut, dann halt so, dass es einigermaßen leicht abtransportiert werden kann. So, so. Und das Ding hat unten keinen Strom. Und ich habe keine... Fließbänder mehr? Ernsthaft? Mach mal so. Du stehst dem Monster im Weg, also musst du weg. Tut mir leid. So. Und ihr kommt auch noch nach oben, auf dass das Kohleförderband oben durchgehend voll sei. Was jetzt aber wieder dazu führt, dass wir mehr Stromverbrauch haben, was wieder dazu führt, dass das System instabiler ist, was wieder dazu führt, dass nicht schnell genug abgebaut werden kann. Was wieder dazu führt, dass wir nicht genug Kohle haben, was wieder dazu führt, dass wir keinen Strom haben und, ne? Ihr erkennt die Problematik. Gut. Aber egal. Ich mache einfach mein Ding weiter. Ich sorge dafür, dass die Abläufe einigermaßen reibungslos laufen. Dann haben wir hoffentlich irgendwann genug Ressourcen, dass wir 100.000 Solarzellen und Akkus bauen können und dann ist alles gut. Apropos 100.000 Solarzellen und Akkus. Ich baue mal eben 20 neue Akkus. Guckt derweil runter. Wegen dem Fließband voll mit Rohöl. Das hätte ich nämlich ganz gerne, wenn es denn noch da ist. Hier scheint ja soweit alles einigermaßen gut zu gehen. Außer dass... Ja, Eisen ist okay. Es sieht ein bisschen wenig aus. Ja, die hier unten sind pfeifen aus dem letzten Loch und die hier sind leer. Leer. Leer.
Da. Und da. Warum kein Strom? Warum habt ihr keinen Strom? Ihr seid doch im Muster. Hier. Warum? Nee, du bist nicht angeschlossen. Achso, war nur dieser komische Bug. Okay. Das heißt, die beiden unten sind leer. Die beiden ersetzen das Ganze jetzt. Das passt. Wo ist mein Öl? Da ist mein Öl. Shotgun Shales sind fertig. Shotgun Damage. 200 Alien Science Packs. Nö. Nö, das könnt ihr knicken. Explosive Rocket Alien Tech. Ja, wird Zeit, dass wir das erforschen. Damit können wir die lila Science Packs herstellen. Und ein Artefakt macht 10 Alien Science Packs. Okay, erforschen. Und dann müssen wir bald jagen gehen. Wozu wir übrigens noch ein bisschen mehr Muni bräuchten. So, du machst Mauern. Nehme ich mal alle mit. Und hier ist das Öl. Nom 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 nom. Wow. Ach du Kacke. Das ist eine Menge Öl. Haben wir leere Fässer für euch? Nö. Schade. Ich würde ganz gern das Öl zwischenlagern. Macht das Sinn so? Erstmal werden die Dinger befüllt. Wenn die sich nicht mehr weiter befüllen können, füllt sich der Tank. Und wenn die irgendwann wieder Bedarf haben, leert sich der Tank über das Rohr. Müsste sowas eigentlich hinhauen. Weil die produzieren zwar nicht viel, 0,1 pro Sekunde. Aber es wäre schade, wenn das verschwindet wäre. So, ganz viele Fässer voll mit Öl. Die kommen jetzt nach oben. Auf dass wir durchgehend Petroleumgas haben. Und dann müssen wir noch die Abnehmer schaffen für das Schweröl. Weil sonst wird irgendwann der Tank voll sein und dann ist vorbei. Und Akkus. Wir haben ganz viele leere Akkus. Ich denke, ich sollte eigentlich eher mehr Solarzellen herstellen. Sonst bringt es nichts, die ganzen Akkus zu haben. Ah, schon eine ganz schöne Reihe hier. Kommen da Roboter an? Nee. Ich dachte nur gerade wegen Bäume weghäckseln und so. Strom fast das da. Weg. Weg. Du weg. Wo ist da die blaue Linie? Da ist die blaue Linie. Da. So, du. Unten. Ups. Oben. Und ja, wir könnten das kompakter bauen. Wir könnten da und da noch welche hinsetzen. Wir könnten dazwischen welche setzen. Und wir könnten überall welche setzen. Aber ich habe mir jetzt das eine Muster angewöhnt. Das würde ich ganz gerne weiter nach oben fortführen. Na, nicht dich abbauen. Wir könnten auch kurz einen Roboport hier hinstellen, damit er die Bäume weghäckselt. Aber ich glaube, ich habe immer noch nicht die Blaupausen erforscht. Muss ich unbedingt beim nächsten Science-Pack-Dingens da checken. So. Sind wir damit auch gleich fertig? Dann können wir wieder zum Schwebel gucken. Da. Nee, kleine Masten gar nicht. Die würde ich gerne alle recyceln, dass sie nicht mehr im Inventar oder in irgendwelchen dubiosen Kisten rumschwirren. So, wo? Da, die letzten vier Akkus. Vorerst. Letzten Endes werden es noch ein paar mehr werden. Ganz viele mehr. So. Du brennst nicht. Warum brennst du nicht? Du hast alles. Du hast keine Ab... Nicht genug Leichtöl. Hä? Du hast Öl, du hast Wasser. Warum arbeitest du nicht? Schweröl passt noch was in das Rohr. Leichtöl passt noch was hier rein. Gas passt garantiert noch was in das Rohr, ja. Du bist sehr komisch. Öl haben wir hier auch noch genug. Sehr, sehr komisch. Hier, schluck mal ein
Oh. Ja, Fässer. Passive Provider Chest bitte dahin. Noch eine Passive Provider Chest bitte. Einmal außen rumlaufen. Passive Provider Chest. Also, wenn irgendwo im System jemand leere Fässer braucht, kann er sich hier abholen. Jetzt brauchen wir Requester Chests. Dafür haben wir wieder mal keinen Stahl. Schade. Bin ich im Einzugsgebiet des... Nein, bin ich nicht. Das heißt, hier muss auch noch ein Roboport hin. Haben wir gerade einen auf Tasche? Nö. Kann ich einen herstellen? Nö. Weil, wie gesagt, kein Stahl. Okay. Das heißt... Dich füllen wir auch kurz mal so. Na, geht ganz schön flott. Oh, oder wir stellen einfach hier die Kiste hin. Stellen da die Kiste hin und machen 50-50. So. So. Hast eine Weile zu tun, hast ganz viel Öl. Jetzt würde ich gerne wissen, warum das Ding da hinten nicht läuft. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Fehler gemacht. Nicht genug Wasser? Nö, Wasser ist voll. Leichtöl. Du hast genug Öl, du hast genug... Ja, vielleicht fehlt 0,1 Öl, das könnte sein. Aber ich verstehe nicht, warum hier kein Öl ankommt. Aber bist du ein Untergrundding? Nee, du bist kein Untergrundding. Okay. Das Ding ist gar nicht am System angeschlossen. Das könnte erklären, warum es kein Öl bekommt. Wir brauchen Untergrundding und dann normale Pipes. So, normale Pipes. Du gehst mal eine runter. Dann machen wir hier eine Abzweigung und die kommt da raus. Tada! Das braucht nämlich 10 oder 20, um zu laufen. Gut. Also bei den Wasserumbauarbeiten muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich weiß noch nicht was. Wahrscheinlich habe ich hier ein Rohr weggerissen, das da eigentlich da bleiben sollte. Also, das läuft jetzt auch durchgehend. Schweröl füllt sich. Bin noch nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Weil wir haben dafür ja eigentlich ein paar Abnehmer. Müssen wir gucken, wie das später läuft. Petroleumgas staut sich wieder. Sehr schön. Wie sieht es mit Plastik aus? Plastik hat keine Kohle mehr. Das heißt, das Ding braucht eine Requester-Chest, die wir nicht haben. Also laufe ich jetzt runter und schnapp mir Stahl. Oder besser gesagt, ich hoffe, mit Stahl befüttert zu werden, weil sonst kriege ich keins ab. Da kommen schon mal Batterien angeflogen. Dankeschön. Und Stahl. Und Batterie. Und Batterie und hier, Stahl. Kein Stahl im System. Sie sind schön. Warum haben wir keinen Stahl im System? Du hättest gerne 100 Eisen. Du hättest gerne 100 Eisenplatten. Du hättest gerne auch 100 Eisenplatten. Und dann gucken wir mal unten, ob die Passive Provider Chest eventuell leer ist. Von Eisen. Die da. Ja. Okay. Das heißt, ich warte jetzt auf Stahl, dass es händisch angeliefert wird von den Robotern. Ja, anscheinend tue ich das. Stahl Chest. Ein Stahl fehlt noch, Jungs. Das wäre super. Ein Stahl, bitte. Ganz. Bitte, bitte. Okay. Ah, da, Stahl. Okay. Passive Provider Chest. Da. So, aus dir machen wir jetzt auch eine Passive Provider Chest. Das heißt, es kann jetzt gleich ganz viel Eisen abgeholt werden. Ja, dezent viel. Damit dürfte die Stahlfabrik wieder beliefert werden. Dadurch müsste durchgehend Stahl da sein. Dadurch müsste ich schneller mit Stahl beliefert werden. Was ja das Wichtigste hier ist und so, ne? Jupp.